Servus Leute, zurück zu Let's Play Silence of the Serene. Wir sind in Mission Nummer 1 der Wühler-Kampagne und sind an der Front. Dort müssen wir ein paar Sachen erledigen, und zwar Ressourcen beschaffen. Das ist jetzt unser erstes großes Ziel. Wir haben das letzte Mal schon ein paar, naja, nennen wir es Rebellen, naja, eigentlich Deserteure besiegt prinzipiell. Und jetzt müssen wir uns darum kümmern, hier diese Base aufzuwerten. Wir haben hier eine schöne Base. Wir können hier Truppen schon mal rekrutieren. Habe ich das schon gemacht? Ja, hier, wir haben 6, die da je Runde oder je Zyklus dazukommen. Habe ich schon gebaut? Mal schauen. Ich habe schon gebaut. Ja, ich habe in diesem Zug schon ein Gebäude gebaut. Gut. Dann zurück zur Karte. Cool ist, dass man immer Erfahrungspunkte bekommt. Wir schauen mal, gibt es hier irgendwas zu holen? Nein. Dann auf geht's weiter. Dunkelheit. Dunkelheit erwartet uns hier. Hier ist auf jeden Fall ein Viech. Dort oben ist etwas zu holen. Also gehen wir erstmal hoch. Sporen im Schlamm. Vielleicht sind Muffs Erdrüttler auf dem Weg hierher. Vielleicht. Vielleicht. Finde den vermissten Aufklärungstrupp. Nebenziehen. So, Commander Muff. Fühlt sich muffig an. Commander Muff kann, muss überleben. Der kann mal hier Sachen sammeln. Entfernt den Nebel des Krieges sofort aus einem großen Gebiet rum. Und den Kommando. Ja, verwenden wir doch einfach mal. Okay, da haben wir auf jeden Fall eine Monster-Armee. Chancenlos. Aber auf dem Weg habe ich nicht wirklich große Gefahren gesehen. Deswegen erkunden, erkunden, erkunden. Und weiter geht's. Ein neuer Zyklus. Reduzierte Sichtweite. Das ist ja blöd. Das ist ja unangenehm. So, gibt es eigentlich eine Schnelltaste für in die Stadt? Wahrscheinlich nicht. So, ich hätte gerne mehr Truppen. Ich kann anscheinend auch mit diesen... Was sind's? Fusionsreaktoren bauen. Aber... Wir haben die Ressourcen, also bauen wir damit. 13, 8. Okay, warum war 6? Weil es reduziert wurde, wie? Moment, ein was muss ich auch testen. Wie ist es in diesem Spiel? Wir können auf jeden Fall... Ah, okay. Es gab ja, ich glaube, Heroes 4 war es. Da konnte man auch neutrale Truppen einfach so aufsammeln und machen lassen, was sie wollen. So, sofort verwenden. Wer weiß, ob wir dich brauchen. Jetzt verwenden sofort. Was ist das? Verlassener... Ein verlassener Steinbruch. General Furt. Oh, da sieht man, wir sind relativ weit auseinander. Ein verlassener Steinbruch, aber beinahe die gesamte Ausrüstung ist noch intakt. Brauchen wir wirklich noch mehr Limerit? Wir haben immer die Option, den Überschuss zu verkaufen. Oh, das wäre der perfekte Standort für eine Mine, um unsere Produktion anzukurbeln. Was hältst du davon? Ein Steinbruch. Ich könnte ihn bauen mit Biomasse und Gerd. Produziert eins. Ja. Okay, jetzt haben wir ein... Ach, das ist Limerit. Ja, ja, Limerit. Dort unten ist irgendwas. Irgendwas, was wir nicht begegnen wollen. Na gut. Aber die Ressourcen hier sammeln wir gerne ein. Hier ist Limerit, da sind Gegner. Gehen wir erstmal außen rum. Genau, ich kriege ja noch ein paar Erfahrungspunkte dadurch wahrscheinlich. Verwenden, sofort. Leveln, genau, deswegen bin ich hier. Abwehrspezialist, Stufe 2. Aufklärer. Sichtweite ergänzt einen für Schätze und Ressourcen. Sie verwenden. Zeigt die Attribute und Skills. Die Verlängerung wird ebenfalls dargestellt. Schachmeister. Moralschub. Oh. Taktik. Taktik war eigentlich immer eine coole Sache. Das nehmen wir. Allein schon wegen dem Moralschub. Moralschub finde ich gut. Und Fähigkeitsstärke. Du wirst mein Caster. Ja, wobei dann ist Taktik nicht klug. Egal. Mehr XP. Niedrig.
Vernachlässigbar. Okay, vielleicht soll ich mich doch erst um die kümmern dort unten. Oder ich gehe sogar noch mal den ganzen kompletten Weg zurück. Ich habe keine Eile, oder? Ich habe hier keine Eile. Hoffe ich doch mal. Oh, ich habe... Wobei, einen gelben Spieler gibt es schon. Also zumindest noch existiert ein Teil des gelben Spielers. Achso, haben wir ja, glaube ich, schon mal nachgeschaut. Das sind ja eigentlich bloß Truppen oder so. Oh, ich könnte das jetzt upgraden. Oder Hammeriden-Erdrüttler. Ich hätte gern mehr Erdrüttler. Die sind toll. Und dann warte ich tatsächlich eine Runde mit dem. Weil ich hätte auch gerne die anderen. Das Upgrade von den Rattlingen hätte ich gerne. So, du hast auch ein Level bekommen. Schlachtruf, Schätze zeigen, das ist Zauberei. Ich nehme Entdecker. Entdecker ist, glaube ich, ganz gut. Eigentlich bist du eher Magier. Du wirst der Kunde. Du wirst der Kunde. Was macht das nochmal? Bewegungspunkte, genau. Du bist der Ressourcenheld, prinzipiell. Und das ist mein Kampfheld. Zug beenden. Ich akzeptiere, dass ich noch Zeit habe, aber ich möchte hier das Upgrade mir noch gönnen. Ja, und dann kann ich die gleich upgraden. Das will ich auch sofort, weil jetzt sind sie, glaube ich, Fernkämpfer. Jawohl. Jetzt habe ich zwei Fernkampfeinheiten. Ich liebe Fernkampfeinheiten. Das wisst ihr vielleicht, wenn ihr Spiele dieser Art bei mir seht. Fernkampfeinheiten finde ich super. So, was ich auch super finde, sind vernachlässigbare Gegner. Wir wollten nicht gegen euch kämpfen, aber wir können nicht einfach jeden den Steinbruch nutzen lassen. Er könnte die Tunnel, die unsere Brüder im Osten erforscht haben, zum Einsturz bringen. Das wäre toll. Je mehr von euch unter den Gesteinen begraben werden, desto weniger muss ich töten. Lass sie laufen. Okay, gibt halt keine Erfahrungspunkte. Aber, hey, die wollten gar nicht kämpfen. Finde ich gut, finde ich gut. Biomasse mitnehmen. Mehr XP. Noch so eine Fackel. Diesmal nehmen wir sie mit. Und sammeln fleißig hier das Zeug ein. Ich bin froh, dass sie sich dazu entschieden haben. Da, Limerit, wusstest du, dass der U-Bahn-Führer einen Prozess entwickelt hat, bei dem Mikroben in die winzigen Luftblasen, die da injiziert werden, diese kleinen Teufelchen reparieren, Risse und dergleichen? Schwer zu glauben. Hast du das in der Militärakademie gelernt? Für den habe ich noch keine passende Stimme. Nein, wenn du es genau wissen willst, bin ich während der Rebellion beigetreten. Da war ich... Ach, das spielt keine Rolle. Nur Verräter haben einen akademischen Hintergrund. Ja, Verräter, ihnen kann man nicht trauen. Ausgezeichnet, wir haben großer Vorrat an Limerit gelagert. Und wir haben eine Mine. Steht zur Aufwertung zur verfügt. 3 Slots für verteidigende Einheiten hinzu, Kommandanten mit dem Baumeister-Skill erhalten zu ziehen. 10 defensive Autokanonen pro Skillstufe. Oder ich upgrade es. Dazu brauche ich aber Biomasse. Okay, eine der Ressourcen abgeschlossen. Halt. Da sind Sachen. Eigentlich sollte der Wirtschaftsheld das alles halt sein, aber egal. Der Wirtschaftsheld. Einfach mal hinterher reisen. Habe ich schon gebaut? Ich glaube nicht. Warte mal, gibt es irgendwie... B? Nee. So, Hammeriten. Ja, perfekt. Dann haben wir auch die gleich. Dann werden alle Einheiten produziert. Das ist schon mal gut. Damit bin ich zufrieden, dass schon mal alle Einheiten produziert werden. Heute passiert nichts Ungewöhnliches. Das ist doch auch was Schönes. Nichts Ungewöhnliches ist nicht verkehrt. So, mehr erkunden, dann Feldforschung.
Zufällige Fähigkeiten. Moment, Skill ist Skill gleich Fähigkeit? Weil ich will nicht, dass du zufällige Sachen lernst. Nein, zusätzlich das Aufheben von Gegenständen in gefährlichen Zonen rund um neutrale Armeen. Ohne dass es zu einer Schlacht kommt. Ah, das ist doch super für einen. Für einen Helden, der eigentlich dafür da ist, Sachen zu sammeln. Die vermissten Erdrüttler, Cyberkäfer müssen sie in den Norden getrieben haben. Das Rätsel ist gelöst. Kommt schon, Jungs, wir müssen ihnen helfen. Wir brauchen diese Erdrüttler. So, Cyber-Heuschrecken. Ach, Taktikphase. 7 Bewegung. 8 Bewegung. 4, 8. Okay. Okay. Beendet. So, 8. 4. Hier ungefähr. Dann wird geballert. Und gewartet. Oh, Warten. Shit, ich muss handeln. Muss ich wirklich... Ach Gottchen, 7 Kills. Ja, das ist okay. Das tut schon mehr weh. Aber wir haben ja jetzt eine Möglichkeit, Sachen dazu zu bekommen. Die kriegen die Wühlmine ab, deswegen muss ich da nichts machen. So, jetzt müssen wir was machen, weil gefällt mir sonst nicht. Was? Frechheit! Wir waren siegreich. Nehme ich mit. Erdrüttler Modell 2. Während wir auf unsere Rettung warteten, beschlagnahmten wir zumindest alle Einnahmen aus dem Bergbau. Da! Hm, sehr gut, sehr gut. Huhuhuhu, das ist eine Armee. Ja. Das war lohnenswert. Was ist das? Was ist das? Wir können stehen Aufwertung zur Verfügung. Okay. Kriege ich mehr Aura-Münzen pro Zug? Ich habe keine Produktion von dieser Radiant-Währung. Aber das finde ich gut. Upgrades. Sehr viele Münzen gibt es hier. Sehr viele Münzen. Die kannst du holen. Hey! Ferret, was machst du da unten? Der Orbitallaser ist bald in optimaler Position. Bitte melden! Wir haben die Basis gesichert, machen stetige. Du hättest die Ruinen schon längst betreten sollen, du nutzlose Idiot. Das reicht, ich schicke eine Ablöse. Ah, gelb. Chancenlos. Niedrige Bedrohung. Ja gut, Ablöse ist uncool, wird nicht akzeptiert. Eine Ablöse. Scheiß Oberkommandant oder wer auch immer das ist. Oh ja. Ah, man wird so dran erinnert, dass man noch nichts gebaut hat. So, was könnten wir denn noch bauen? Büro. Ah, da fehlt mir das Zeugs. Ich kann mir vorstellen, dass ich mich verbunkern kann. Das mit 3 Minen aus. Das Geschütz hätte ich gerne. Handelsposten habe ich schon gebaut. Wir machen mal den Bau außen. Oder erstmal einfach mehr Geld. Einfach erstmal Geld.
Okay, ich hoffe, ich komme rechtzeitig zurück. Er käme rechtzeitig zurück, aber er ist keine Option. Er kann hier dafür wegen rumcruisen, Erfahrungspunkte sammeln. Und dann müssen wir hier noch bauen. Ja, wir machen mal auf jeden Fall das Minenfeld, Verteidigung. Und dann rekrutieren wir mal die Truppen. Also wenn der uns vorher erwischt, dann... Oh, da war gerade ein weißer Spieler. Habe ich gerade einen weißen Spieler gesehen? So, wir gehen da rein. Nee. Hä? Ach, kann ich hier gar nicht verteidigen, sozusagen? Kann ich gar nicht mit dem Helden da reingehen? Oder brauche ich dafür irgendwas etwa? Also verteidigen? Nämlich einbunkern geht nicht, scheinbar. Hm. Na gut. Nicht der Weltuntergang. Dann gehen wir auf Jagd. Wo ist denn die Ablöse? Da ist sie. Bulletproof Benny. Ach du Schande. Moderat. Hm, vielleicht zu spät. Wenn er uns angreift, greift er uns an. Gibt es hier noch was für dich zu tun, ist die Frage. Hier gibt es noch ein paar Sachen zu sammeln. Tja. Mehr nicht. Der Typi hat auf jeden Fall garstige Wesen. Der hat davon was. Also mach mal so. Ich habe halt wenig Nahkämpfe. Der hat auf jeden Fall neue Einheiten oder neuartige Einheiten. Die Würmer kenne ich noch nicht und die weiß ich sind sau stark. 125 Leben ist eine Hausnummer. 11 Bewegung. Eieiei, 5. Ah, die kommt fast bis zu mir hin. Und was können die? Auch sehr viel Leben haben. Tunnelwurm. Ach du Schande, der kam bis zu dem hin. Das habe ich jetzt nicht dabei. Und er hat mich voll geschissen. Oder was auch immer das war. Das ist wiederum gut. Zaubern. Moment. Da. Auf. Oh, 3 von denen gehen dann drauf. Ja, das ist gut. Du hast... Nee. Tja, wenn man wüsste, wohin die schießen. Nicht wahr? Wahrscheinlich auf mich irgendwo drauf. Ich warte, was passiert. Aua. Auch noch hohe Moral. Das ist ja unglaublich. So, du könntest den angreifen. Machst du bitte. Warte mal, wenn du wegläufst, haben die dann einen Schlag frei? Nein. Oh, das ist hervorragend.
es. Explosions. Die dort hinten werden jetzt leiden. Und ansonsten gehe ich davon aus, der kommt sowieso gleich zu mir hin. Oder ich zu ihm. Das finde ich cool, dass die... Der Gegner hat sich zurückgezogen. Der ist geflohen. Ah, immerhin gibt es Fährtenleser. Nachtwörers Gelände wird reduziert. Okay. Und man sieht die feindlichen Kommandanten, wie sie sich bewegen. Xenoschleim kostet 30... Was? Was ist Xenoschleim? Sichtweite. Naja. Konstrukt. Ich habe bisher noch gar kein Konstrukt gebaut. Ich mache mal ein bisschen was auch in Erkundung und ich will nichts von beiden jetzt, ehrlich gesagt. Deswegen skill ich einfach etwas, was ich habe. So, sagt der Kommandant irgendwas? Wir haben seine Truppen vernichtet oder... Ich weiß gar nicht, welchen Rang dieser eine Typ hat, der mich dauernd beleidigt. So, und ich habe keine Ressourcen. Was fehlt denn an Ressourcen? Die besonderen Ressourcen fehlen hauptsächlich. Ja, ich habe noch keine Mine für besondere Ressourcen. Aber es ist Nacht. Es gibt gleich neue, frische Truppen. Die werde ich mir noch gönnen. So. Wenige Einheiten zu rekrutieren. Naja. Es ist besser als nichts. Unangenehm. Aber... Nehmen sie trotzdem. Denn wir brauchen jetzt neue, bessere Minen. Kann ich heute irgendwas bauen? Nein. Es fehlen die besonderen Ressourcen. Oh, achso, wollte gerade sagen. Hatte ich nicht gerade mehr Geld? Ist auf einmal Geld weggegangen. Ich glaube, das ist einfach normal. Was kriegen wir hier? Metall. Ja, Metall ist zum Beispiel eine Ressource, die fehlt. Und das ist eine Biofarm, das ist auch eine Ressource, die fehlt. Hätte ich beides gerne. Erstmal Metall. Rühle, die sind nicht die Mann an einer Soberanführers. Wem dienst du? Wir haben keinen Meister. Ihr habt dieses Land angegriffen und ihr werdet die Konsequenzen dafür tragen. Wir haben niemanden angegriffen. Dieses Land gehört niemandem. Ihr seid nur einfache Diebe und die Allmutter wird euch das Leben nehmen. Warum machen wir uns überhaupt die Mühe, mit ihnen zu reden? Das freue ich mich auch. Ach, das ist ja schön. Oh. Hatte ich die so hingestellt? Niemals, nee. Weil die müssen nicht so weit vorne stehen. Die hingegen können dort vorne stehen. So, du hast eine Bewegung von... 5. 5 ist nicht sehr viel. Kann bis... Okay, kann viele schlagen. 5 ist nicht so viel... Okay, Moralboost gibt bloß einen zusätzlichen Angriff. Ja, besser als nichts. Okay, das ist ein easy fight. Außerhalb der Reichweite, also reduzierter Schaden. Das nenne ich mal ein Bombardement. Erfolgreiches Bombardement zugleich. Oh, jetzt fehlt mir tatsächlich eine Bewegung, das einzunehmen. Das ist natürlich fatal. Jetzt können wir endlich hier weitermachen. Ah, ein großer Vorrat. Wusstest du, dass über 90% Metall in Wühler-Territorien produziert wird? Ja, und das ist der Grund, warum die Artenvielfalt in Wühler-Territorium so rückläufig ist. Das ist natürlich aus. Natürlich auslese, du Ökofreak. So, ich könnte hier verteidigen, aber will ich nicht. Ich will die Ressourcen hier gleich haben. Wobei, Ressourcen habe ich jetzt zu Genüge. Oh, was ist das? Ah ja. Schön, schön. Da können wir doch bestimmt jetzt auch was machen. Mit so viel Metall muss doch mal was baubar sein, genau. Ja, kaufen wird am Beginn des Zyklus wieder aufgefüllt. Hört sich spannend an. Haben wollen. Ausrüstung kaufen. So. Jetzt gehen wir da runter und gönnen uns
Das Biogelump. Guten Tag, Monster-Ami. Oh, dieser Roboter sieht Jahrhunderte alt aus, aber ich wette es. Er ist uns immer noch feindlich gesinnt. Vielleicht ist er eine alte Primal-Schöpfung. Okay. Oh. Moment. Lasst sie laufen, gibt kaum Erfahrungspunkte. Deswegen Feuerloh. Also wollen wir Gegner sehen. Was ist das? Ein Nahkämpfer. Eine Bewegung von 6 ist nichts, gar nichts. Okay, jetzt ungefähr so habe ich sie zum letzten auch aufgestellt. Ah, schön, dass es das speichert scheinbar. Das ist wichtig. Die Oberfläche ist auch immer dieselbe, wie es scheint. Also jetzt, ja, für ein Early Access okay ist. 6 habe ich gesagt. Das sind dann bis dahin. Ballern. Okay. Warten. Was seid ihr für komische Teile? Habe ich leider falsch gestellt. Habe ich leider ganz falsch gemacht, aber naja. Alles kaputt. Tatsächlich, der kommt dran. Ja, meine Shooter reichen vollkommen aus. Die Erfahrungspunkte nehme ich gerne. Ich weiß nicht, ob es einen Erfahrungspunkte-Cap gibt auf der Karte. Biomasse. Die Biofarm gehört uns. Muff, wusstest du das? Was für ein General bist du eigentlich? Ich habe von dir noch nicht über Taktik oder Strategie gehört, aber du bist wie eine Enzyklopädie, wenn es um Ressourcen geht. Also erstens, halt die Klappe. Und zweitens, hast du gerade die Gelegenheit verpasst, den lustigsten Fakt deines Lebens zu hören? Mehr Biomassevorzug. Gönnen. Hier unten gibt es einiges zu sammeln und der Schnecken zu bekämpfen. Eine Monsterarmee von Schleimviechern. Sieh dir all diese Konstruktionen an, wir befinden... Nein, falsche Stimme. Sieh dir all diese Konstruktionen an, wir befinden uns eindeutig am Rand der Primal-Ruinen. Die berühmte, längst verschwundene Alienrasse, über die ich so wenig weiß. Sie sind faszinierend. Während wir uns die Köpfe mit Steinechsen eingeschlagen haben, hatten sie bereits eine Zivilisation des Typs 2. Findungsfähige Artefakte, Teleporter und Antischwerkrafttechnologie. Selbst tausende von Jahren nach ihrem Verschwinden übertrifft ihre Technologie noch immer die... Du hast mich nicht ausreden lassen. Die Rasse, über die ich so wenig weiß, und ich möchte auch, dass es so bleibt. Okay, da gibt es auf jeden Fall ein Viech. Das ist aber nicht mein Ziel. Hier oben ist irgendwas. Was ist das? Achso, ja, stimmt. Das Radiant fehlt noch. Aber ein Glück kann man hier welche sammeln. Na gut, wir sammeln und sammeln und sammeln. Ja, das können wir sammeln. Und einsetzen. Sehr gut. Ich brauche echt... Mir fehlt hier tatsächlich... Ich kenne aus den Heroes-Teilen... Ah, das vielleicht... Ach so, wollte gerade sagen. Ich kenne aus den Heroes-Teilen, dass es hier irgendwo eine... Auflistung der Orte gibt, die man hat, und tatsächlich, die gibt es auch hier. Man muss bloß lesen können. Das ist mal klar ein Vorteil. So, die Frage ist, also hier ist ja das ganze Magie-Gedöns mit einer ausgewählten Fähigkeit aus. Okay. Tunnelbau. Zwischenbasen. Ich bin auf jeden Fall an diesen... Ein Recycler. Oberflächenausguck. Da haben wir das schon. Da haben wir schon mal eine Reihe, die wir bauen müssen. Ich möchte Truppen haben. Wenn der Gegner nochmal kommt, will ich vorbereitet sein. So. Ja, verwende mal. Okay, hier ist nichts von Interesse. Außer jede Menge Ressourcen. Und Schnecken. Bringt mir etwas Salz, Jungs. Slurm.
Mhm. General Fred. Es bleibt dabei. Was können die? Können die was? Okay. Nahkampfangriffe verursachen Giftschaden, was auch immer das bedeutet. Wahrscheinlich Schaden über die Zeit. Bewegen. Die bewegen sich nicht sehr weit. Ja, 4 ist die Frage, geht er nach oben oder nach unten? Wenn er nach unten geht, ist er tot. Aber er geht nach oben, natürlich. Dann überlebt er. Hm. Und anderes tut. Slam. Kaputt. Gut. Gut. Schleimi kommt, Schleimi stirbt. Und draufhauen. Genau. Das Salz war sehr effizient. Warum sollte ich das immer mal mitnehmen? Ich verwende es natürlich. Biotik. Das hört sich doch nach etwas an, was ich haben möchte. Ich habe dann Techniker, Biotik. Habe ich das entdecke? Nerd. Ja, das hört sich nach Magie an. Gegen wen auch immer. Säureprojektil. Hat einen Flächeneffekt. Oder mehr Bewegung. Das hört sich lustig an. Das hört sich sehr lustig an. Da kann ich nämlich eine Einheit sofort upgraden. Das habe ich schon mal gesehen. Pro 7 Verwaltung. Oh, das hört sich gut an. Ausrüsten. Also umso mehr ich mich bewege, umso mehr regeneriere ich. Das finde ich nicht schlecht. Das geht nicht mehr. Die Bewegung reicht nicht. Warum konntest du dich nicht weiter bewegen? Was ist hier unten? Was ist das? Bestiennest, chancenlos. Hat sich hier zahlreich. Ah, das ist eine Kampfarena. Sehr interessant. Ja, die Statistik. Ich brauche als nächstes den Recycler. Dadurch kriege ich Limerit und Metall. Und es kostet Limerit und Metall. Also ich investiere das, um es zu bekommen. Finde ich gut. Ist wie finanzieren, beziehungsweise Aktien. Man investiert in Aktien und kriegt Dividende und es wird immer mehr. Immer mehr. Was? Ja, genau. Warum kannst du dich nicht mehr bewegen? Du kannst dich doch noch ein Stück bewegen. Warum bewegst du dich nicht? Beweg dich. Sehr schön. Wir erkunden diesmal schön. Ach, deswegen das, was im Weg. Ja, das ist ja fies. Was ist das dort unten? Schwertkämpfe. 2000. Nein! Wohin gehst du? Was soll das? Ah, die Wegfindung, die ist noch ein bisschen buggy. Oder in der Dunkelheit sieht man nicht so viel. Hört, die Zeit läuft. Der Sender sollte bereits ein Signal übertragen, aber du hast noch nicht mal die Ruinen erreicht. Mein Respekt, Sir, aber du bist nicht hier. Soll das eine Ausrede sein? Es reicht, ich schicke jemanden, der dort Fortschritte machen kann. Ja. Wird noch jemand geschickt. Ich weiß nicht, ob das automatisch immer triggert mit der Zeit oder... Ah, ist auf jeden Fall nervig, dass jetzt schon wieder jemand geschickt wird. Also ja, wieder zurück. Eigentlich hätte ich dir gerne die Bio... eigentlich hätte ich das gerne, aber dazu fehlt mir... Dazu fehlt mir... Metall. Na, ja, das können wir auf jeden Fall machen. Was könnt ihr jetzt Neues? Verursacht eine Blutung. Verwandelt sich in eine unkontrollierbare Bestie, die den nächstgelegenen Feind zweimal attackiert. Okay, hört sich auch spannend an. Lebenspunkte gehen rauf, Angriff geht rauf, Crit geht rauf, Verteidigung geht rauf, Bewegung geht rauf. Initiative geht raus und widerstehen. Was ist nochmal widerstehen? Das kann ich noch nicht so richtig deuten. Vom Typ her ändert sich sonst nichts. Gut. Schickt er schon wieder. Was, wie, wo, wieso? Geh zu, wer? Du kannst dich noch bewegen. Was ist das? Skill.
Einen beliebigen Skill kann man da erlernen. Heißt, oh, das heißt dann, ich sehe hier die ganzen Skills. Das ist ja schön. So. Ja, ach, das wollte ich... Habe ich das beim anderen gelernt? Das hätte ich nämlich noch gern beim anderen. Nerd. Fährtenlese. Sichtweite ist, glaube ich, bei ihm sehr gut. Kämpft kaum. Schließen sich an. Biotik. Schläge. Schachmeister. Nee, ich glaube, das mit der Sichtweite. Das ist schließlich der Held, der hier... Warum sind hier lauter Fragezeichen? Achso, das ist durch den neuen Skill. Durch den neuen Skill sind hier lauter Fragezeichen aufgeploppt. Aber warum? Also was sagt mir so ein Fragezeichen jetzt? Dass da was ist? Das hätte ich auch durch einfach Sehen und Alt drücken raus finden können. Da passiert nichts Ungewöhnliches. Tja, ich muss jetzt den ganzen Weg wieder zurücklatschen und wahrscheinlich... Oh, Moment. Ich habe da vielleicht noch Sprit. Aber trotzdem ist der Weg ziemlich weit. Na ja, schauen wir doch mal. Hast du Sprit oder sowas? Ja. Das ist gut. Vernachlässigbarer Held. Aber wir gehen ganz zurück. Wir gönnen uns den Sprit und so. Ach, den kann man bloß... Okay, dann hätte ich es nicht brauchen. Oder aufbrauchen müssen. Wir holen auf jeden Fall mal die Einheiten. Vielleicht kann sich ja die Base selbst verteidigen. Hm. Oh, das kann... Ach, es gibt bloß einen Slot. Ah. Okay. Ah ja, und das hat zwei Slots. Okay, verstehe. Dann... Hätte ich gerne ein Upgrade bei denen noch. Belastend. Level up. Mehr Kunden. Fährtenleser. Perfekt. Ja, ist wirklich der Erkundungsheld. Warte, du kannst Sachen aus dem Gebiet jetzt nehmen. Genau, ohne einen Kampf zu triggern. Seitenwaffe. Auf der Bahn. Na, cool. Kann man... Gibt's hier sowas wie Autokampf? Geil. Weil den Kampf verlieren wir. Ja. Moment, der ist da rein. Der ist da drinnen. Also es gibt doch eine Möglichkeit, sich zu verschanzen, scheinbar. Naja, gut. Also hier gibt es auch jetzt leider wieder neue Minen wahrscheinlich. Komische Taktik aufstellen, komische Zickzack. 800 Leben. Na gut. Was war das? War das auch Taktik? Warum kriegen die Schilde? Was soll das? I call Hex. Auf jeden Fall müssen wir die Tür aufmachen. Nun, dann klopfen wir mal an. Das war der Rage-Skill von denen. Das ist ein Tor, oder? Kommen die da durch? Nee, oder? Ähm.
Sieht man irgendwo, wie stark der Energieschild ist? Nicht wirklich, nicht wahr? Der kommt zuerst dran, auf jeden Fall. Gut, hier wird einfach alles umgepflügt. Hier wird gewartet. Was war das jetzt für ein Schildsymbol? Steht da irgendwas? Hat blutet widerstanden. Ah ja. Ach, du wartest einfach mal und du schießt auf. Ach, der Schild ist durch die Wand oder wie? Ah, die Mine. Da war die Mine. Und die nächste Mine. Ah, das ist so eine Gravitationsmine noch dazu. Oh, die haben wehgetan. Die haben richtig wehgetan. Ja. Bewegung war nicht genug. Ah, okay. Dadurch haben sie ein Schild gehabt. So, ich könnte eigentlich auch zaubern. Dumm, bum, 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 bum. Wer kommt wann dran? Du kommst auf jeden Fall einmal dran, aber das ist unwichtig. Die sind stark. Also, relativ stark. Die dort oben sollten... Ja, sicher, sicher. Boah, das war Bluten oder sowas. Bluten oder ein Gift. Da muss man, glaube ich, nichts machen. Die werden sterben. So sieht's aus. Du bist so effizient wie bei der Verteidigung deines Kommandopostens. Ich verstehe nicht, warum du es nicht schaffst, den Sender abzuliefern. Ja, der Erkenner in dieser Basis Spezialfähigkeiten erlernt. Was haben wir gelernt? Lokale Bestie anlocken, beschwört eine lokale Kreatur auf dem Schlachtfeld. Die Kreatur greift feindliche Einheiten an. Oh, Beschwörungszauber. Und leichte Rüstung. Die Bewegungsleichter wird verbündet. Nein, nein. Okay. Zauber. Gelbspieler wurde besiegt. Alle Kommandantenbasen sind verloren gegangen. Es gibt keine Hoffnung mehr. Jawohl! Keine Hoffnung mehr. So sieht's aus. So, ein Upgrade fehlt hier drin noch. Hätte die KI gleich mal machen können, das Upgrade. Ah, es fehlt Metall. Aber Metall kriegen. Moment, ich habe doch den Handelsposten. Den. Wo gibt's Ressourcenhandel? Wir brauchen Metall. Kaufen. Und wir haben Geld. Das waren, glaube ich, bloß 5 notwendig. Geil! Dann haben wir auch das gleich. Was könnte jetzt Neues? Kann bis zu eine seismische Welle, die 3 feindliche Einheiten, feindliche Reihen trifft. Hört sich stark an. Hört sich gut an. Okay, der kann 2 Raketen schießen. Das haben wir vorher 2 Torpedos ab. Kein Eigenbeschuss. Du wirst zum Fernkämpfer. Oh. Da sehen wir auch die nächsten Einheiten. Den Wurm, das hatte schon der eine Gegner. Das Reittier hatte schon das eine Gegner. Und was ist das? Haben wir zum Glück noch nicht gesehen. Den Befreier. Dann ein laufender Monsterbagger oder sowas. Gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir an der Stelle weiter. Wir haben erfolgreich diesen nervigen Vorgesetzten kalt gemacht. Und beim nächsten Mal sehen wir, was uns hier noch erwartet, wenn wir die Ressourcen sammeln. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.